Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin Albina Dworzes, freischaffende Künstlerin aus Hannover. Und heute möchte ich mit euch mit Thema konkrete Ziele starten. Und das ist praktisch die Hälfte von unseren Teilen. Deswegen wollte ich euch heute so ein paar Sachen zeigen, was ich als sinnvoll so halte. Und wir haben das angefangen mit dem Thema, wir erreichen alles, was wir wollen, gemäß unseren Lebenseinstellungen. Alle diese Videos, heute haben wir Schritt 6 zum Erfolg. Und der Sinn der Sache, dass wir 10 Themen sozusagen nehmen und so eine Thema nehmen und 10 Schritte machen, damit wir wirklich verstehen, dass das unsere Thema ist und wir wollen da wachsen. Ja? Und alle diese 5 Schritte können Sie auf meinem YouTube-Kanal Dara Kunstschule finden. Und heute machen wir es weiter mit dem Schritt 10 konkrete Ziele. Ja? Und wie gesagt, ich zeige kurz, wir zeichnen, wir arbeiten als Instrument, haben wir Neurografik genommen. Und dann haben wir das so ein bisschen als neue Art gemacht. Ich habe auch ein Video extra gedreht, wo ihr seht, wie kann man die goldene Linie einarbeiten, damit das Bild auch noch ästhetisch nicht nur Wirkung auf unsere Motivation hat, sondern auch ästhetischen Wert. Und das könnte man als optischer Anker haben. Und der zweite Schritt war, also das war absoluter Wunsch. Und ich kann sagen, mein Thema war Wachstum von meinem YouTube-Kanal. Und ich sehe hier, es ist sehr wichtig, dass wir immer hinten Datum stellen, wann haben wir angefangen. Und dann können wir dann gleich auch, ich stelle meine Kamera so ein bisschen besser. So, und hier war das zum Beispiel am 24.06. war mein Wunsch, dass mein YouTube-Kanal wächst und dass ich 500 Abonnenten habe. Und jetzt, und damals war das 128. Und jetzt kann ich sagen, ich habe mein Ziel fast erreicht. Und natürlich das größte Ziel ist das 1 Million Abonnenten von YouTube-Kanal. Und das war der Schritt 3. Das war die Ehrlichkeit. Ja, das ist. Und dann hatten wir Schritt 5 gemacht. Absoluter Wunsch. Das habe ich sogar zweimal gemacht. Und das, was wir letzte Woche gemacht haben, das war die gute Planung, wo wir gesagt haben, okay, wie gehe ich weiter, was für Form fühle ich, brauche ich Stabilität, brauche ich ein bisschen mich an Erfolg orientieren und so weiter. Da sind unsere 5 Schritte, das ist die Halbtime, ist sozusagen ist vorbei. Und heute machen wir Schritt 6, konkrete Ziele. Und am besten ist das, wenn wir jetzt schon die Bleistift, der unsere Marker nehmen und anfangen zu zeichnen. Ich drehe meine Kamera sozusagen und wir fangen an. Wir zeichnen mit Marker. Es gibt dünne Marker und dicke Marken und wir malen das Ganze mit, ihr könnt das mit Buntstiften. Ich mache das immer mit Aquarellstiften oder mit Polychromiestiften, weil die sind ein bisschen weicher. Aber das ist volle Geschmackssache. Wie gesagt, es geht um dieses Neuronenbildung während des Zeichnen und einfach ausprobieren. Und wie gesagt, heute sind wir bei Schritt 6, konkrete Ziele. So, ich habe das hier so eingerichtet für quer, aber so. Und ich brauche kurz eure Hilfe. Können Sie mir sagen, ob man das alles sieht? Mein ganzes Blatt. Hoppala, das ist mein Kristall ist untergefallen. Das ist der Bergkristall, das ist für Konzentration ganz gut. Deswegen habe ich das auch da. Stelle ich das hier. So, kann man das Blatt ganz gut sehen? Wenn ja, einfach Plus machen, dann fange ich an. Und bei Neurografik ist das ganz wichtig, dass wir zuerst einfach unsere heutige Datum aufschreiben, weil es beginnt immer mit dem Thema. Und heute haben wir 17.02.2021 und das Thema ist konkrete Ziele. Ja, das ist das halt wichtig, dass wir beginnen immer mit unserem Thema und dann fangen wir an mit Malen. So, mit Zeichnen, ja.
Heute arbeiten wir mit einer sogenannten Zeitlinie und ich würde das heute mich so auf bisschen auf die Zukunft programmieren. Das heißt, heute ist, hier stelle ich auch Datum, 17.02.2021 und mal gucken, was passiert. Ich mache mir so die langfristige Ziel zu 17.02.2024. Ja? Ich gehe in 3 Jahren in voraus und in der Grafik beginnt das immer, es geht immer um uns und das ist meine Zeitplanung, meine Linie. Und das ist praktisch die neurografische Linie, machen wir zuerst, die geht, wir wissen nicht wohin und wiederholt sich nicht auf seinem ganzen Weg. Und das ist so jetzt meine Zeitlinie. Ich kann da sagen, okay, Plan für 3 Jahre und da kann ich das optisch für mich auch so kleine Schritte machen. Das wäre 2021, das wäre 2022. Und das wäre hier 23 und dann Ergebnis sozusagen 24. Ja, so wie 3 Stufen. Und immer wenn wir etwas ganz Kleines zeichnen, können wir feinere Marker nehmen und die Hauptlinien ziehen wir immer mit bisschen dickeren Markern. Ja? Und da gehen wir gleich in die Zukunft und ich sage, okay, mein Ziel, mein konkretes Ziel, in 3 Jahren, ja, wenn wir nehmen 21, 22, 23, dann würde ich sagen, das ist, ich habe das jetzt hier so 3 Jahre so bezeichnet, 24, das ist dann mein Ziel am 17. Februar 2024, das ist mein YouTube-Kanal, Dara Kunstschule, weiter wächst und dass ich dann 1 Million Abonnenten habe. Ja? Und es ist wichtig, dass wir unsere langfristige Ziele richtig, richtig groß machen. Ja? Und jetzt gehe ich in Realität. Das ist jetzt heute mein Zustand. Heute ist mein YouTube-Kanal gewachsen, dass ich bin sehr stolz auf mich und das wächst und wie gesagt, in halbem Jahr habe ich da sozusagen der Wachstum, aktuell habe ich 448 Abonnenten, ja, und ich habe das so gerechnet, wenn ich weiter so wachse, das ist so normalen Wachstum, dann bin ich dann so, wenn ich 10 Abonnenten pro Tag gewinne, dann bin ich in einem Jahr, da mache ich dann hier, dann bin ich so bei ca. 3.500 Abonnenten, ja, das wäre dann 2022, ja, und ihr könnt so bei euch auch auf diese Zeitlinie eure Wünsche aufschreiben, was wollt ihr, was sollte da ändern, was wollt ihr erreichen und so weiter, ja, und dann machen wir hier an die meine Zeitlinie, sehe ich auch noch einen Kreis, dann mache ich hier auch, ich bezeichne dann so Zwischenstopp, ja, was kann ich da in 2 Jahren erreichen, dann würde ich sagen, da wäre das ganz gut, je nachdem, wie man das dann, wenn ich dann realistisch nehme, ja, ich bleibe hier bei diesem Jahr realistisch, damit ich dann, weil wenn wir kurzfristige Ziele zu groß stellen, dann verlieren wir Motivation, ja, und das ist wichtig, dass wir unsere Motivation nicht verlieren, deswegen, und das mache ich mit kleinen Schritten, dann würde ich sagen, dann hier habe ich schon 35.000 Abonnenten und dann in 3 Jahren habe ich mein 1 Million Abonnenten, ja. Und jetzt kommt so eine, bei Neurografik arbeiten wir mit unseren Unterbewussten und ab und zu kommt so ein Widerstand, ja. Und jetzt mache ich ein paar neurografische Linien, ja, damit ich dann Verbindung für die Zukunft schaffe, so. Und dann ziehe ich noch eine Linie und diese Linie, da konzentrieren wir uns auf die Spitze von Marker und ziehen wir dann nach oben. Und mein Marker möchte nicht so schreiben, mache ich weiter so. Hier von unten nach oben ziehen. Ja, da auch nicht.
Und wenn zum Beispiel sowas kommt, ja, das ist sogenannte Pattern. Solche Linien, wenn er sieht, ich habe so eine Wiederholung, ja, das ist so alles gleich, das ist das keine neurografische Linie, die sollten wir obendrauf neurografieren, weil so geht es nicht. Das ist, wenn die Linie sich nicht sozusagen nicht künstlerisch genug bewegt, nicht so wellig genug, ja, und solche Wiederholungen kommen, das heißt, das Pattern, wir wollen etwas nicht ändern oder unterbewusst glauben wir an uns, nicht an unsere Zielen, ja. Weil wenn ich jetzt so denke, ich weiß nicht, ihr denkt an eure Themen, an eure Wünsche zum Beispiel. Ich habe das auch so letztes Mal so kurz erwähnt, wenn jemand abnehmen wollte, könnte man auch so ein Bild machen. Abnehmen, dann bringt man sich so in Bewegung, da könnte man mit dem Dreieck das machen und so weiter. Und dann könnte man überlegen, okay, mein Gewicht jetzt, mein Endziel und was sollte ich dazwischen machen, ja? Und es ist natürlich ganz wichtig, wir werden heute so eine Komposition machen. Wir haben das schon so ein bisschen angefangen, dass wir Schritt für Schritt nach oben uns eröffnen. Und es ist natürlich, dass es jetzt, wenn ich dann so sehe, dass es die drei Kreise ungefähr gleich groß sind, dann muss ich das natürlich so sagen, okay, wenn ich wachsen will, dann ist das zu wenig. Ja? Und wir können, bei Neurografik ist das ganz gut, dass wir mit diesen Formen arbeiten können und wenn wir sehen, nee, dieses Figur ist mir zu klein für 1 Million Abonnenten oder wenn er dann euer Ziel hat, so wie gesagt, dann schreibt er euer Ziel und sagt, okay, dann muss ich dieses Kreis vergrößern, weil optisch müssen wir dieses Wachstum auch sehen. Diese zwei Kreise sind auch identisch groß, dann sollte ich dieses Kreis auch ein bisschen vergrößern, damit meine Psycho sozusagen, damit mein Gehirn sieht, ich wachse. Ich habe ein konkretes Ziel gesetzt und ich wachse. Und dann kommt eine Sache, hier sollten wir, dass es ab und zu ist, ganz oft, dass wir am Anfang bei dem Wachstum ganz viel machen sollten, damit das Ganze in Bewegung kommt. Und dann wird das immer sozusagen, sollten wir so fast weniger machen, dann laufen die Sachen fast automatisch. Deswegen machen wir hier so ein so wie Bergenspitz nach oben. Ja, das ist so, hier machen wir einfach so eine Bewegung, eine gerade Linie so zu meinem Ziel, ja, weil wir haben gesagt, konkrete Ziele, ja. Und hier machen wir auch so. Und ihr seht, das ist so wie ein Weg zu meinem Ziel, ja. Und man kann das auch so sagen, okay, ich wollte, dass das hier mein Weg noch ein bisschen breiter wird, dann mache ich dann so, ja. Wir sind Künstler und wir können das so machen, damit das unsere Psycho das jetzt so akzeptiert, okay, jetzt sieht es mir so nach Weg, nach konkrete Ziele und mein konkretes Ziel ist Wachstum von meinem YouTube-Kanal. Und ihr schreibt euer Ziel und das nächste Schritt geht, wir sind dann schon nicht erstes Mal, zeichnen wir das. Und diejenigen, die diese Technik noch nicht kennenlernen, dann sollten wir das Ganze sozusagen, alle diese Ecken, die auf unserem Weg entstanden sind, sollten wir abrunden. Wir sollten das in unser System praktisch reinarbeiten, damit unsere Unterbewusste, heute schreiben meine Stifte nicht irgendwie, und die sind alle, die wollen Adel nicht. Gucke, was ich hier noch habe. Damit unser Unterbewusste versteht, okay, ich bin bereit zu wachsen und ich wollte, dass das alles glatt läuft. Ja? Und das Technik, die heißt Neurografik und wir machen praktisch alle Ecken, die hier entstanden sind, ja, an unserem Weg. Ja? Wenn ich das jetzt nehme, ich so dieses eine Kreis. Und das sollten wir diese Ecken sozusagen abrunden, praktisch eine Linie in die andere reinmalen. Ja? Und es kommt ganz oft die Frage, ach, ich verstehe nicht ganz, was bedeutet abrunden. Ich zeige euch hier nochmal, da habe ich hier so ein Blatt und ich mache das ein bisschen mit dickerem Stift, was, damit ihr das sieht. Wir haben so neurografische Linien gemacht, ja. Und diese neurografischen Linien, die gehen, das ist, die Technik hat Pavel Michailovich Piskarev erfunden, die ist 6 Jahre alt. Und diese Linie von Piskarev, sie
wiederholt sich auf keinen Fall. Sie geht praktisch, wir wissen nicht, wohin sie geht, und sie wiederholt sich überhaupt nicht, egal wo sie läuft. Ja, und wenn sowas kommt, das heißt Pattern, das ist keine neurografische Linie. Nur diese wellige Linien, den ganzen Blatt so laufen, das ist die neurografischen Linien. Und jetzt schauen Sie mal, dann entstehen, wenn wir diese Linien machen, entstehen solche Kreise aus Linien. Und dann suchen wir die Kreise, die auf uns gucken, in diesem Fall. Und da, wo dieses eine Linie mit der anderen kommt, dann verbinden wir die miteinander. So, das ist diese Abrundung. Ja, und wir machen das praktisch eine Linie in andere, überall, wo sie sich getroffen haben. Und so, wenn man das genau einschaut, sieht es so aus wie ein Neuron. Ja, deswegen heißt die Technik Neurografik. Wir arbeiten mit Linien und mit Kreisen. Und auf meinem YouTube-Kanal können Sie dann ein paar Videos einschauen, wo zum Beispiel bei Zen-Blume, wie das Ganze funktioniert. Und wie gesagt, die Technik ist 6 Jahre alt und kommt aus Moskau. Und wir runden jetzt das Ganze ab. Eine Linie in die andere. Ja. So, und wie ihr seht, entstehen solche Verbindungen. Und in der Mitte war unsere Zeitlinie. Und wir haben jetzt gesagt, okay, wo stehe ich jetzt, mein aktueller Punkt und wo will ich hin? Wir haben angefangen mit unserem großen Ziel, ja, wo will ich hin? Dann haben wir zwei mittlere Ziele gesetzt. Und jetzt, wenn wir abrunden, das ist jetzt im Abrundungsprozess, können wir jetzt nachdenken, okay, was so. Da können wir uns die Frage stellen, was sollte ich machen, tun und vielleicht etwas anderes tun, damit ich in 3 Jahren mein Ziel erreiche. Ja? Und in meinem Fall ist das so, ich stehe jetzt aktuell, so vor 2 Wochen hatte ich 400 Abonnenten und da kann ich sagen, okay, in 2 Wochen habe ich fast 50 Abonnenten gewonnen, das ist schon schön, aber wenn ich in so einem Tempo mich weiter bewege, dann bin ich in einem Jahr, habe ich nur 1.500 Abonnenten, das ist natürlich viel zu wenig für mein großes Ziel, dass ich 1 Million Abonnenten habe. Ja? Und dann sollte ich mich fragen, und ihr natürlich euch, was seid ihr bereit für eure Ziele konkret zu tun? Ja? Ab und zu sollte das irgendwelche Askese sein, dass das wirklich in Erfüllung geht. Und wenn ich das jetzt so sage, okay, was habe ich jetzt anderes gemacht im Vergleich zu anderer Sache, dass mein Kanal jetzt mehr wächst? Ich kann das hier so einen Kreis machen. Ich mache pro Tag ein Video. Ja? So. Und dann, wenn ich pro Tag ein Video habe, dann habe ich jetzt Wachstum. Es ist bei mir so, das bringt dazu, dass ich 5 bis 10 Abonnenten pro Tag gewinne. Ja? Okay, das ist so meine Strategie. Und dann kann ich jetzt überlegen, was kann ich anderes machen, damit es noch schneller wächst. Ja? Und ihr fragt euch in euren Bereich, ihr habt eure Ziel und dann könnt ihr euch fragen, okay, jetzt habe ich diese Strategie und sie hat mich da und da gebracht und was muss ich jetzt machen, damit ich da bin, wo ich sozusagen sein möchte. Ja? Und man kann das, wir haben das jetzt für 3 Jahre gemacht, man kann das wirklich nur für 1 Jahr machen. Und dann wird das natürlich ein bisschen konkreter, ja. Noch konkreter, das ist mein konkretes Ziel für 1 Jahr. Wo will ich in 1 Jahr stehen? Das ist bei mir hier. Das weiß ich ganz genau. Wenn ich jetzt weiter so mache wie bis jetzt, dann bin ich sicher, in 1 Jahr, das ist jetzt so meine
sehr genaue Strategie, ein Video pro Tag und dann Verbindung, das muss ich hier das machen, auch das reicht, ein Video pro Tag nicht, dann muss ich dann so das bei Insta posten, bei Instagram und bei Facebook und dann mache ich auch, das schreibe ich jetzt hier, das was ich mit euch mache, Live-Video, so, das ist immer mittwochs, zweimal im Monat, ja, mittwochs um 19 Uhr. Das ist so live, damit die Leute mich auch live sehen, ja, weil da kann ich auch ganz andere Leute dazu gewinnen, die das auch mitzeichnen und das danach sehen, wenn man nicht mitzeichnen könnte. Das könnte man so später einschauen und so erweitere ich praktisch meine Publikum, ja, dass das Ganze einschaut und die Technik wird bekannter, ich werde bekannter und so erweitere ich meinen Horizont, ja. Und ihr solltet natürlich überlegen, was solltet ihr machen in eurem Bereich, damit das Ganze funktioniert, ja. Und dann weiter so alles abrunden und das ist so, das ist die Neurografik, das ist so eine Technik, ich sage immer, die Wahrheit, die liegt immer in uns, ja, und wenn wir uns die Fragen stellen, ja, was will ich wirklich, was möchte ich erreichen, was wollte ich in mein Leben ändern, ja, und dann kommt die Frage, okay, wenn ich das schon wirklich weiß, was ich möchte, dann sollte ich das richtig gut planen. Das war das Schritt 5. Und danach, dann sollte ich richtig konkret für mich sagen, okay, da sind meine konkreten Ziele. Und da sollte ich sozusagen da bleiben und genau in diesen sozusagen Dreieck der Weg nach oben mich bewegen und sagen, ja, dann sollte ich vielleicht früher aufstehen, ja, damit ich das erreiche. Dann sollte ich vielleicht noch mehr in Kontakt bei Menschen sein und fragen, das ist jetzt bin ich bei meinem Thema, ja, weil ich freue mich sehr, dass mein Kanal wächst und ich kriege so viele Kommentare jetzt und in dieser Zeit fühlen sich ganz viele Leute so richtig motiviert. Und das tut mir natürlich super, super, super gut, sage ich auch, ja, weil eigentlich das größte Gut, weil ich finde, wenn wir das machen, was uns richtig, richtig Spaß macht und dabei den anderen Menschen auch helfen, dann ist das Leben schon, sage ich, gelungen, ja. Aber wir sind alle ein soziales Wesen und wir brauchen auch ab und zu Bestätigung von außen, ja, und das ist das natürlich, wenn einer oder andere sagt, ey, cool, was du machst, und dann fangen die Leute dich weiter zu empfehlen und so weiter, das tut richtig, richtig gut, ja. Und wie gesagt, in der ersten Linie machen wir irgendwas, na, vielleicht wir überlegen, was können wir gut, und dann könnte man auch die Frage stellen, was für Nutzen gibt es von das, was, naja, was ich mache sozusagen, was für Vorteile gibt es für die anderen Menschen, ja? Und wie gesagt, das ist die Frage, was passiert, wenn ich 1 Million Abonnenten haben würde, ja? So zum Beispiel. Wird mein Leben anderes sein? Wozu mache ich das? Ja, weil es ist so, je stärker unsere Warum ist, desto mehr Energie kriegen wir, ja? Und wir stehen auf, wir machen, wir tun, wir kriegen unsere, ich sage immer so Zeichen von Universum, dass wir auf den richtigen Weg sind, ja, und so weiter und so fort. Aber und je stärker eure Warum ist, warum mache ich das, was bringt mir das, ja, da werden mehr Menschen Zeichen können, dann werden die Kinder Möglichkeit kriegen, die nicht zu meiner Malschule kommen, dann so auch so mit meinen Einleitung dann malen können. Und jetzt habe ich das wirklich aufgebaut, damit die Malschule ist zu, damit meine Kursteilnehmer die Möglichkeit haben,
auch zu Hause mit Kindern zu malen. Ja? Und in dieser Zeit müssen wir alle uns neu finden. Und das ist natürlich so die Frage, der Welt wird digital und was kann ich als Künstlerin sozusagen, als Kunstlehrerin den anderen Menschen geben, damit sie auch die sozusagen wachsen. Weil ich sage euch wirklich, Kunst ist so ein Bereich, wenn man damit anfängt, da kann man gar nicht aufhören. Es kommen immer wieder Ideen und der Welt wird interessanter, der Welt wird bunter. Und mit dieser Technik, ich bin sehr dankbar an Piskarov, dass er diese Technik zur Welt gebracht hat, weil da kann ich wirklich stundenlang mich damit beschäftigen. Und wenn ich die Ergebnisse sehe, ja, ab und zu so ein Bild, 20 Minuten, okay, das ist die ganze, das wird alles klarer, dann ist das alles aufgeschrieben und dann kommt das auch so die Idee zum Beispiel, okay, das ist jetzt, dann habe ich dieses Ziel erreicht, was mache ich hier anderes, ja, und vielleicht sollte ich dann auch Interview mit anderen Künstlern machen, ja, und gucken, was die machen, ja, und das ist sozusagen, dann schreibe ich hier Arbeit mit anderen Kreativen, ja, mit Kreativen. Und so ist das schon so, die Palette ist schon breiter, ja. Und dann können wir sagen, okay, dann ich mit anderen Kreativen mache, dann haben wir andere Themen, vielleicht entsteht auch ein gemeinsames Projekt, ja, wo wir den Menschen zeigen, okay, ich bin Expertin bei den und den Themen und dann würde ich mit anderen Experten noch andere Themen sozusagen besprechen. Und die Leute werden dann sagen, okay, da gibt es diese und diese Kunstrichtungen und dann noch das und das. Und so kommen die Ideen, okay, gemeinsame Projekte auf YouTube-Kanal, ja. Und so weiter, ja. Und ihr denkt an eure Themen und sagt, ach, okay. Und ab und zu, wenn das Bild fertig ist, dann sagen wir, boah, das wüsste ich gar nicht, dass es das und das und das noch machen kann. Und das ist natürlich, es kommen immer wieder Ablenkungen. Ja, es kommen wieder so die Ideen und die Leute und sie sagen, ach, wieso machst du das? Das hat keinen Sinn. Und dann ist das natürlich so die Sache, wenn wir uns das wünschen und wenn wir schon konkrete Ziele haben, dann sollten wir hartnäckig sein. Ja? Und die Hartnäckigkeit, das ist unser Schritt 7. Das machen wir in 2 Wochen. Das würden wir schon im März zeichnen. Wie gesagt, immer jede 2. Woche Mittwoch machen wir einen Schritt. Und es gibt insgesamt 10 Schritte. Wie gesagt, und die anderen Schritte findet ihr bei meinem YouTube-Kanal auf in Playlist Nero Art. So. Und wenn die Komposition schon fertig ist und ihr ungefähr weiß, was muss ich machen, was habe ich für mein Ziel, und dann habt ihr gesehen, mir war der Kreis zu wenig, zu Melonabonnenten war das noch wenig. Und jetzt, wo ich das nochmal dieses Wort sage, Melonabonnenten, dann sehe ich hier noch Halbkreis und ich sage, okay, das ist doch noch größer, ich kann. Und wie gesagt, und in diese fantastische Technik kann ich immer wieder, und wenn ich sehe, nee, da ist mir nicht so Kreis genug, dann kann ich das nochmal betonen. Und wenn ich neue Linien dazu gebe, dann sollte ich das alles wieder in mein System einarbeiten, damit mein Gehirn sieht, okay, wir sind alle verbunden sozusagen. Ja, alle neuen Linien, die in Neurografik kommen, sollten die in dieses System alle richtig eingearbeitet werden. Ja, so jede Ecke so rein. Man kann in die Linien so weiter so schwimmen, so ein bisschen so abrunden. Wie ihr abrundet, das ist so ein bisschen egal, aber Hauptsache so immer weiter und weiter und weiter abrunden. Ja? Und jetzt ist das interessant, dann haben wir das so wirklich, okay, die Komposition ist schon so, dass ich wirklich zu meinem Ziel gehen wollte und wir sind alle allein
schaffe ich das Ganze nicht, ja, weil, wie gesagt, in der ersten Linie machen wir das mehr oder weniger für uns, weil wir haben eine Idee und wir wollten das verwirklichen. Und aber je mehr Nutzen unsere Idee für die Menschheit hat, desto mehr Hilfe, sage ich, auch kriegen wir vom Universum. Aber das passiert auch nicht sofort. Nur wenn wir konkret wissen, was wir wollen und die Entscheidung treffen, ich mache das, dann wird das plötzlich alles viel spannender und die ganze Welt hilft uns. So, und das ist die Komposition und da kommt jetzt natürlich das Nächste in neuer Grafik, wenn die Farbe kommt, das ist unsere Emotion, ja. Und wenn ich konkrete Ziele habe und die erreichen wollte, dass es dann so, jetzt kommt bei mir so, dass ich in diese Zehner kommen sollte, das ist so meine Mitte, was ich am Anfang gesagt habe und das ist für mich, das ist diese konkrete Ziel, ist heute für mich wirklich rot, das will ich hin und das bemale ich mit roter Farbe und ihr, wie gesagt, guckt auf eure Stifte und entscheidet, welche Farbe hat bei mir heute mein Ziel, was ich konkret erreichen wollte in einem Jahr oder in 3 Jahren. Wie gesagt, ich habe das heute für 3 Jahre Plan gemacht, aber für manche ist das schwer, so weit zu denken. Aber wenn er sagt, nee, 3 Jahre gefällt mir auch, dann machen Sie ruhig das. Ja? Und was wir heute auch betonen, das ist diese Pfeile. Ja? Dass wir dieses Ziel, was wir uns stellen, dieses konkrete Ziel nicht aus dem Auge verlieren durften, weil ja, wir haben in unserem Leben ganz viele Ablenkungen und es könnte ganz schnell in andere Richtung gehen. Und unsere Ziele können sich auch ändern, aber nur diejenigen, die daran bleiben, werden erfolgreich, weil Erfolg ist das auch sehr interessantes Wort. Erfolgt, erstmal tun, dann kriegt man was und so haben wir unsere Komposition sozusagen, das ist so wie eine Rakete, die nach oben steigert und ich sage das von diesem Ziel, von diesem, was ich heute stehe, das ist so eine kreative Anfang, wie gesagt, 448 Abonnenten heute und dann die weitere Steigerung nach oben. Dann könnt ihr dann auch so ein paar Linien suchen, wie geht diese Linie nach oben, wie ist diese Steigerung, zack. Ja, und hier könnte man das auch machen, okay, hier bin ich weitergegangen, da kann ich diese Linie nehmen oder auch eine andere. Ja, und hier zack, 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 das ist jetzt ganz schöner orangener Fluss nach oben. Gehe ich einfach rein und hier verbinden sich die beiden. Das sehende Sache, und schauen Sie mal, das ist hier so, wird ein bisschen eng, kann man so hier sagen, so ein bisschen Diagnostik machen. Das ist hier so, in ein paar Jahren muss ich mich noch ein bisschen anstrengen, aber wenn ich das überstehe, dann wird das alles noch wirklich größer sein und vielleicht auch größer als gedacht. Und wie gesagt, wir sind wieder in neuer Grafik und da können wir sagen, nee, dieses enge Gang gefällt mir hier nicht. Ja, da wollte ich das so ein bisschen vergrößern. Und dieses Kreis ist das ganz wichtig, dass es irgendwie in einem Jahr, sollte ich in Zusammenarbeit, habe ich jetzt hier, damit ich weitere Wachstum für meinen Kanal haben wollte, dass ich dann mit anderen Menschen in Verbindung setzen wollte, mit anderen Künstlern, mit anderen Kreativen und dann sage ich, okay, und dann mache ich lieber diese Linie hier, wenn ich das wirklich mache, dann geht diese enge Stelle wirklich weg, dann öffnen sich die anderen Horizonten und ich gehe weiter, ja. Und es ist eure Bild, zeichnen Sie es so, wie es euch gefällt, das ist wirklich wichtig ist in neuer Grafik, dass wir unser Herz, unser Körper, unsere Seele spüren. Und wenn ihr plötzlich einen anderen Farbton haben wollt,
weil jetzt gucke ich auf Gelb und ich denke, jetzt wollte ich ein bisschen mehr Gelb in mein Bild bringen. Dann nehme ich Gelb und ich mache hier so, bringe so ein bisschen so wie Sonne im Bild, ja. Und es gibt auch Psychologie der Farben, wenn es euch dieses Thema interessiert. Wie gesagt, ich bitte solche Art Workshops, wo ich das mehr erzähle, wo wir dann individuell arbeiten können. Ihr könnt bei mir so wie zum Coaching kommen und wir können darüber wirklich intensiv 1:1 reden und dann habt ihr wirklich genauer Plan für eure Arbeit. Und hier würde ich sagen, das ist jetzt, je weiter ich das mache, desto mehr wollte ich hier noch mich öffnen, ja? Und das ist das, was ich in diese Technik liebe, wo ich das alles größer machen kann, was ich will. Und wenn meine Unterbewusstsein sieht, dass das in meinem Bild alles wächst, alles sich öffnet, ich öffne mich, ich wollte mich mit Menschen kommunizieren, ich wollte meine Wissens weitergeben und so wird das plötzlich nicht nur auf meinem Bild so eine Darstellung, sondern auch in Leben kommt das genauso, wie ich mir vorstelle. Ja? Und ihr könnt das natürlich nachfolgen, nachgucken. Wie gesagt, von als ich angefangen hatte, hatte ich 128 Abonnenten und jetzt habe ich schon 448, das wächst. Und die Leute, die mit mir damals auch einen YouTube-Kanal aufgebaut haben, die sind, manche sind auch bei 40 Abonnenten geblieben, manche haben 65, manche haben noch mehr erreicht. Wie gesagt, das ist, ich sage, Neuragraphik ist das eine bezaubernde Technik und sie funktioniert. Ja? Aber schauen Sie mal, das ist hier irgendwelche große Kreis, da kommt noch eine große Möglichkeit in diesem Jahr zu mir. Das kann ich noch nicht sagen, welche. Aber ich würde die nochmal mit Rot nochmal betonen. Und wenn ich die annehme, dann kann ich sehen, okay, dann werde ich noch schneller wachsen. Und ab und zu wissen wir noch nicht. Wir sollten nicht jeden Kreis in Neuragraphik gleich beschriften und sagen, okay, das ist das oder das. Weil ab und zu kommen Insights auch später. Ja. Wichtig ist, dass wir am Anfang uns in diesen Zustand reinbringen, wo alles in Fluss ist. So. So, das ist jetzt unsere konkrete Ziele, wie gesagt, Ziel setzen, beschreiben, wo wir jetzt stehen und dann, was für Schritte sollten wir machen, damit wir in einem Jahr, in 2 Jahren, in 3 Jahren dort stehen, wo wir stehen wollten. Ja, das ist hier so ein bisschen meine Klammer. Ich würde dieses Bild zu Ende malen. Und da kommt natürlich auch mein YouTube-Kanal, wo ihr das Ganze auch in euren eigenen Tempo zeichnen könnt. Und wenn ihr Fragen habt, dann immer liebend gerne. Wer fragt, der führt. Und ich werde, wie gesagt, diese Zeichnung auch zu Ende zeichnen. Jetzt wollte ich dann hier so mein Rot nochmal hier betonen. Und das hier so ein bisschen Rot, aber anderen Rot haben wollen, dann nehme ich dann so ein bisschen Rot-Orange. Das bedeutet, Orange bedeutet Kreativität. Das ist mir auch doch ein bisschen zu rot, dann nehme ich noch doch ein bisschen Orange. Und wie gesagt, ihr nehmt eure Farben und Farbe ist das Emotion. Und ganz viele fragen, wann sollte man ein neuragraphisches Bild beenden? Und die Antwort ist ganz einfach, wenn es euch gefällt. Ja?
Es gibt Arbeiten bei mir, wo ich wirklich in 20 Minuten sage, das ist jetzt fertig, das ist jetzt sehr schön. Und es gibt welche, die ich wirklich bis zu 10 Stunden sitze und ich schreibe, da kommen verschiedene Insights, je nachdem, was für Thema wir haben und was, ja, kann man fast sagen, wie schwer das ist. Und, aber immer wenn die Zeichnung fertig ist, dann hat man meistens so die Antworten auf das Thema fertig. So, das ist, bin jetzt zufrieden, das ist jetzt alles im Fluss, ich sehe mein Ziel und ich würde gerne mein Ziel auch noch betonen. Und dann von diesem Kreis gehe ich dann so, und da zeige ich euch jetzt ein paar künstlerischen Tricks, das ist von dieser Linie, wenn ich dann so ein bisschen zur Seite gehe, ja, dann ist das hier auch sehr interessant, dass ich so dieses Rand betone und hier ein bisschen fester drücke und nach außen ein bisschen loslasse. Ja? Und so hat mein Ziel, mein konkretes Ziel, wirklich, hier ist das, was ich möchte, was ich erreichen möchte. Und hier ist mein Weg, dass ich das erreichen werde, wenn ich das und das und das und das mache. Und natürlich kommen immer wieder Ablenkungen, aber da habe ich gesagt, dann sollten wir stark sein und hartnäckig. Und das wird, Hartnäckigkeit ist das der Schritt 7 zum Erfolg. In 2 Wochen, ich gucke das jetzt im Kalender, das machen wir, zeichnen wir gemeinsam am 3. März. Um 19 Uhr auch auf Facebook und mein Ziel ist, das ist mein großer Traum und das zeichne ich mir hier, so wenn ich dann sage, vielleicht das ist dieses rote Kreis, dass ich ab 1000 Abonnenten, da kann ich das schon direkt bei YouTube das machen, YouTube Live. Das ist hier so neue Regeln bei YouTube, früher war das so, egal ob du einen Abonnent hast oder so, kannst du schon live gehen und das habe ich mir jetzt so, sage ich, ja, realistisch wäre, dass mein Geburtstag am 30. März, da würde ich mir das auch so schreiben, dass ich vielleicht im Sommer 2021, sage ich so, Juli, dann zum 10. Schritt zum unseren Erfolg schon 1000 Abonnenten habe und das bei meinem YouTube-Kanal so live mache. Ja, das macht mir gute Energie. Und das würde ich jetzt hier so ein bisschen fixieren. Das ist so Zwischenziel, ja? So. Und wenn wir mit unserem Bild zufrieden sind, dann sage ich immer, dass es, da kommt noch ein Schritt. Dann nehme ich immer einen dicken Marker und es kommt ein bisschen um die Glaube, an sich. Und an die Loslassen, an die Glaube, an Gott, an Universum, an höhere Mächte. Wir machen, was wir können, aber wir sollten auch lernen, vertrauen und loslassen. Und das ist etwas, was ich abgebe. Ja? Ab und zu halten wir so fest, ich will das unbedingt, kann gar nicht loslassen und dann passiert nichts. Und nur wenn wir loslassen und das machen, was wir machen sollten, dann passieren die Wunder. Und diese Linien, das heißt, da sind die Kraftlinien und das heißt, ich vertraue und lasse los. Und heute wollte ich wirklich nur eine Kraftlinie machen und das auch von oben nach unten ziehen. Ich vertraue und lasse los. Ja, und da sieht diese Linie, die ist viel größer als alle anderen Linien. Und danach sollten wir die natürlich auch in unser System reinarbeiten, dass es praktisch in jede Ecke so reinmalen, damit es ins System richtig reingemalt ist. So, und jetzt sieht er, wie man das abrundet, praktisch jede Linie, die auf dem Weg, natürlich unten auch, ich habe das oben angefangen, weil das man so ein bisschen besser sieht, jede
Verbindung, der auf dem Weg von dieser Kraftlinie zu unserer Zeichnung entstanden ist, sollten wir abrunden. Ihr solltet so verstehen, wir machen solche Netze. Ja? Und in unserem Gehirn, glauben Sie mir, entstehen neue Neuronen, die dann uns helfen, unsere Ziele zu erreichen und uns ein bisschen zu motivieren, wenn wir keine Kraft mehr haben, weiterzumachen, weil wir sind alle Menschen. Und wenn wir lernen, loszulassen, an Gott zu glauben, an irgendwas, es könnte Gott, es könnte Universum, es könnte höhere Macht, es könnte Engel sein. Jeder hat seine eigene Glaube und es ist so gut so, dass wir so unterschiedlich sind und dass es das in unserem System verbindet, diese höhere Macht, die uns hilft, unsere Ziele zu erreichen. Und alle unsere Wünsche gehen in Erfüllung. Ich liebe diese Kraftlinien, weil das ist irgendwie wie eine Erleichterung, dass es doch, wir sind nicht alleine und dieses, ja, etwas ist immer mit uns, ja, und gibt uns Kraft und jeder benennt das anderes, ja, und dann, wenn das fertig ist, die Kraftlinie, dann kommt die Fixierung und natürlich in diesem Fall ist die Fixierung, das ist schon früher entstanden bei mir, dieses große Kreis, dieses Wachstum und dann gucken wir, wie es das in 3 Jahren aussieht. Alle Bilder werde ich natürlich sozusagen aufbewahren, das ist meine Anker und mal schauen. Die Reise hat, ich sage immer, die Reise hat begonnen und ihr werdet dann, wenn ihr mir weiter folgt, weiter mit mir zeichnet, dann würdet ihr auch eure Erfolgsgeschichten erzählen auf meinem YouTube-Kanal und sagen, ach, das hat damals mit diesen 10 Schritten angefangen und mit Frage, was will ich wirklich? Und wenn ihr wirklich diese 10 Schritte zu Erfolg alle mit mir malt, dann werdet ihr sehen, dass ihr anfängt mehr an euch zu glauben, an eure Erfolge. Und wenn ihr ein einfaches Thema nehmt, einfach abnehmen und dann euch die Fragen stellt, wieso will ich abnehmen, was ändert sich in meinem Leben, wenn ich das und das mache. Und dann wird das wirklich sehr interessante Wunder passieren. Und ich kann euch sagen, wenn ich jetzt auf mein Bild einschaue, ich habe gesagt, das ist mein Hauptziel, aber ich wollte dieses Zwischenziel, dass das hier so ein bisschen entstanden ist, da sehe ich so hier einen Kreis und das ist so Zwischenziel, was für mich sehr wichtig ist und das ist dann hier bei meinen 1000 Abonnenten, das ist so ein Punkt, wenn ich das erreichen würde, ja, das ist jetzt 1000 Abonnenten, habe ich mir jetzt so hier vorgeschrieben, im Sommer, das würde ich jetzt so, das wird ein schönes, wir haben jetzt März, April, Mai für 3 Monate, da würde ich sagen, zu meinem 30. Mai, zu meinem Geburtstag, wollte ich 1000 Abonnenten haben und das ist jetzt meine Fixierung. Und seien Sie dabei, glauben Sie ein Wunder und wir gucken, was alles möglich ist. Und vielleicht mit Hilfe von Neurografik, das ist für mich auch genauso ein Experiment wie für euch, für die Leute, die neugierig sind, ob ich meine kurzfristige Ziel sozusagen, was ich jetzt in 3 Monaten erreichen möchte, mit Hilfe von Neurografik. Und natürlich nicht nur, weil Piskarev, der Erfinder, sagte immer, wir sollten nicht nur malen, das ist nur eine kleine Hilfe, damit wir unsere Ziele auf Papier nochmal fixieren und dann sagen, okay, was muss ich machen, was bin ich bereit zu machen, damit mein Ziel in Erfüllung geht. So,
Das ist jetzt mein kurzfristiges Ziel und die würde ich jetzt hier auch mit Rot betonen. Und ihr zeichnet eure Ziele, eure Wünsche. Und ich bin gespannt auf eure Bilder, auf eure Fragen, auf eure Kommentare. Und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Abonnieren Sie das, folgen Sie mich bei Instagram, bei Facebook. Und wenn es euch sozusagen das, was ich zeige, gefällt, empfehlen Sie weiter den Leuten, die das vielleicht hilfreich sein könnte. Ich drehe jetzt meine Kamera. Und zu mir. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr dabei wart mit unseren 6. Schritten zu Erfolg, konkrete Ziele. Und dann in 2 Wochen, am 3. März, komischerweise, das wird Geburtstag von meiner Oma, dann zeichnen wir Schritt 7, Hartnäckigkeit. Sie war sehr kämpferisch, eine sehr unglaubliche kämpferische Natur. Und das ist vielleicht sehr interessant, dass das Datum wirklich am 3. März ist. 19 Uhr Hartnäckigkeit und heute war Schritt 6, konkrete Ziele. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Eure Dara. Wiedersehen.